jeder, der sich mit der Jagd mal befasst hat, merkt dann auch, dass es viel mehr ist als einfach nur Schießen. Das macht den Bruchteil von der Jagd aus. Knapp 400.000 Jäger gibt es in Deutschland. Ein neuer Trend. Die Jagdkurse sind so voll wie nie. Und noch nie gab es darunter so viele Schülerinnen, 25%. Woher kommt die neue Lust auf die Jagd? Und wie sieht der Alltag eines Jägers aus? Wenn wir das alles nicht machen würden, dann müsste ich das Wild so weit reduzieren, dass wir teilweise Flächen haben, wo es kein Rehwild mehr gibt. Wir begleiten über 6 Monate die junge Jägerin und Jagdausbilderin Jule, Schülerin Silvia und den erfahrenen Jäger Hermann. Jagdschülerin Silvia und Ausbilderin Jule durchstreifen vorsichtig eine Wiese. Der Bauer will mähen. Deshalb suchen sie nach Rehkitzen. Überall, wo so Einsenkungen sein könnten, immer gut drauf achten. Ich traue mich schon gar nicht mehr irgendwo hintreten. Wir hatten letztes Jahr bei mir in der Heimat ein Nachbarrevier. Hat der Landwirt leider nicht Bescheid gegeben, dass er mäht. Mhm. Und das sind auf der Wiese 10 Kitze zum Opfer gefallen. Oh Gott. Ja. War dann auch ein relatives Schlachtfeld. Wenn man sich dieses Mähwerk anschaut, bleibt von so einem Kitz nicht mehr viel übrig, außer Gulasch. Es ist Silvias erste Rehkitzsuche. Die 47-Jährige hat gerade erst die Jagdausbildung begonnen. Hier ist eins. Wir nehmen jetzt große Grasbüschel und nehmen das Kitz praktisch mit den Grasbüscheln, dass wir nicht Kontakt zu dem Kitz haben. Mhm. Auch nicht an den Körper ran, sondern versuchen, möglichst wegzuhalten. Und dann tragen wir das darüber in die Deckung. Okay. Aber wenn wir sie jetzt wegtragen, findet die Muttergeiß sie dann? Genau, die machen sich nach einer Zeit bemerkbar durch den Kitzwieb. Das hatten wir auch im Unterricht, wenn du dich erinnerst, dieser ganz hohe Piepton. Und dadurch findet die Geiß dann die Jungen auch wieder. Okay. Glaubst du jetzt nicht, das plumpst mir runter? Ich konnte sie jetzt gar nicht mehr greifen. Du versuchst es so ein bisschen drum zu machen. Und es aufhüpfen konntest du jetzt nicht, oder? Nee, das ist einfach durch diese Überlebungsstrategie, regungslos zu bleiben, wird das jetzt auch nicht aufspringen. Boah, ich konnte es gar nicht greifen. Genau, sehr gut. Oh Gott, du armes Kitz. Ich glaube, ich konnte schon mit heimnehmen. Mir ist jetzt gar nicht wohl. Das Kitz hat jetzt echt seinen Kopf voll auf meinen Unterarm in Ellenbogen rein. Ich nehme zwar keinen Weichspüler und nichts her, aber ich habe jetzt echt Angst, dass das jetzt dann riecht nach mir. Ja. Und dass die Kitz das nicht mehr, also die Geiß das nicht mehr mag. Ich bin schon ganz aufgeregt, alles ist Kitz. Langsam. Machst du super. Das ist einfach gelebter Naturschutz. Und für mich kommt eigentlich genau so etwas an erster Stelle. Lass es uns hier hinlegen. Oh Mann, die schließe ich heute mein Abendgebet, echt. Oh Gott. Bist du süß? Genau, passt schon so. Das war mir natürlich schon auch klar. Du rettest etwas und eventuell in 1, 2 Jahren oder in 4 Jahren schießt man es. Klar, klar. Ich habe mir das ja lange überlegt, ob ich das will, ob ich das kann. Aber ich sag, das ist ja für mich eigentlich Natur. Es ist hier geboren, es wächst hier auf und irgendwann macht es Schnipp und es ist okay. Und mit dem kann ich dann auch leben. Ja, wunderbar. Gerettet. Ja. Schön. Ein Feldweg in der Nähe von Starnberg. Hermann ist unterwegs zu seinem Revier. Der 54-Jährige ist Jäger. Das ist nicht sein Beruf und er verdient auch kein Geld damit. Doch für seine Leidenschaft opfert er jede Minute seiner Freizeit. Problem ist natürlich gewesen, wie ich das Revier übernommen habe, sowohl das Amt als auch die Landwirte oder die Grundbesitzer zu überzeugen, dass man das Jagdkonzept ein bisschen anders auch handhaben kann. Dass man nicht alles erlegen und alles abschießen muss. Für die Bauern und Waldbesitzer zählt vor allem der Schaden, den das Wild anrichtet. Das Forstamt erstellt sogar einen Schadensbericht. Und daraus wird ein offizieller, verbindlicher Abschussplan errechnet.
Leider ist es bei uns so, dass das Wild keinen Stellenwert mehr hat. Und da muss man einfach da ein bisschen mehr reinlangen. Wir versuchen ja da eine Waage zu halten, aber es ist nicht immer möglich. Mit verschiedenen Maßnahmen versucht Hermann, Felder und Bäume vor Wildschaden zu schützen. Wenn das funktioniert, wird die verpflichtende Abschussquote reduziert. Dennoch muss Hermann weiterhin Rehe schießen. Linda unterstützt ihn. Und was hast du gesehen bei dem letzten Ansitz an der Weiherkanzel? Ich habe gesehen, eine Geiß. Sie hat einen Schmalreh dabei und einen Bock, einen Jährling. Der Bock war im Vergleich zum Schmalreh relativ schwach. Also dann würde ich da auf jeden Fall den schwachen Jährling rausnehmen. Okay. Linda ist Tierärztin und Jägerin. Sie jagen das Wild nur gezielt, nur da, wo es Schaden anrichten kann. Zum Beispiel bei Anpflanzungen von jungen Bäumen. So müssen sie insgesamt weniger Rehe schießen. Wenn du deine Faktoren kennst im Revier und deinen Wildbestand kennst, ist Wild mit Wald die Situation, auf die man eigentlich hinsteuern sollte. Und es funktioniert. Es ist viel mehr Arbeit, es ist viel mehr Aufwand, aber es funktioniert. Und darum muss ich nicht unbedingt alles erlegen, was ich jetzt sehe. Doch jeden Schaden, den das Wild verursacht, melden die Bauern auch dem Amt. Nehmen die Ausmaße drastisch zu, wird die Abschussquote erhöht. Und die muss der Jäger erfüllen. Sonst schreitet das Forstamt ein. Ja. Worst case wäre, dass die dir einen Berufsjäger ins Revier schicken, der den Abschuss dann erfüllt. In Bayern steht es sogar im Waldgesetz. Wald geht vor Wild. Jule hat vor 3 Jahren ihren Jagdschein gemacht. Seit 2018 ist sie Ausbilderin in einer Jagdschule. Jeder, der sich mit der Jagd mal befasst hat und auch weiß, was es bedeutet, die Jagdausbildung, das heißt ja nicht umsonst das grüne Abitur, merkt dann auch, dass es viel mehr ist als einfach nur Schießen. Das macht den Bruchteil von der Jagd aus. Ne? Und ich finde es auch wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten. Deswegen bin ich Jagdausbilder auch geworden oder macht mir das so Spaß, einfach Jungjäger viel mit auf den Weg zu geben und zu zeigen, was die Jagd auch bedeutet. Das Fachwissen bringt Jule aus ihrem Studium mit. Die 30-Jährige ist angehende Tierärztin. Ich würde sagen, dass wir so die wichtigsten Präparate, die auch in der Prüfung besprochen werden, noch mal ein bisschen mit euch durchspreche. Die Schüler haben die unterschiedlichsten Berufe. Ein Informatiker, eine Hauptschullehrerin, eine Technikjournalistin. Und genau wie Silvia ist die 24-jährige Anna Krankenschwester. Es ist auch so, dass Jäger ja gesellschaftlich nicht so gut dastehen. Und ich möchte einfach meinen Jagdschülern so viel wie möglich Gutes auch vermitteln. Einfach, dass sie gute Jäger werden. 2019 haben gut 4.000 Frauen und Männer in Deutschland ihren Jagdschein gemacht. Eine gute Ausbildung dauert 8 bis 12 Monate und endet mit der staatlichen Jagdprüfung. Wir haben jetzt demnächst auch die Prüfungssimulation für euch vorbereitet, wo ihr dann selber auch noch mal schauen könnt, hey, wo bin ich mittlerweile fit? Die staatliche Prüfung besteht aus einem schriftlichen, mündlichen und praktischen Teil. Vor den Schülern liegt eine sehr lernintensive Zeit. Noch 4 Wochen sind es bis zur Prüfung. Krankenschwester Silvia hat gerade ihre Schicht in einem Münchner Klinikum beendet. Habe ich Spätdienst, wird am Vormittag gelernt. Habe ich Frühdienst, wird nach dem Frühdienst gelernt. Entweder aufstehen, Kaffee machen, hinsitzen und lernen oder von der Arbeit nach Hause kommen, Kaffee machen, hinsitzen und lernen. Und da gibt's wenig anderes. Aber heute findet noch Unterricht statt. Waffenpraxis im Jagdrevier. Diese 5 Waffen sind die Prüfungswaffen. Ganz genau, die Waffen werden aufliegen und werden auch so in der Prüfung drankommen. Ihr müsst natürlich dann bestimmte Situationen mit den Waffen machen, so wie es vom Prüfer vorgegeben werden. In der staatlichen Abschlussprüfung fällt im Bundesdurchschnitt fast jeder 4. Schüler durch. Ich habe schon Bammel, weil das für mich so das komplette Neuland ist und weil man so schnell so viel verkehrt machen kann. Und dann kommt noch die Jägersprache dazu. Gut, und wir wollen jetzt ansitzen gehen, also müssen wir rauf in die Kanzel. Nehmen wir die Waffe, stecken wir uns die Munition ein und dann bauen wir auf. Also mit entladenem Gewehr auf den Hochsitz hinaufklettern. Eine Kugel, und das ist mir aber schon wirklich erst in der Jagdschule dann bewusst geworden, so im Unterricht, tja, so eine Kugel, wenn man unterwegs ist, dann ist sie unterwegs. Also in dem Moment, wo ich den Abzug betätige und die Kugel ist unterwegs, dann kann ich sie nicht mehr zurückholen. Silvia hat gelernt, ist die Kugel abgefeuert, fliegt sie mit 800 Metern pro Sekunde
und hat eine Reichweite von rund 4 Kilometern. Legen wir die Waffe ab. Und jetzt, Mädel, Silvia, bist du dran. Kommt meine Lieblingswaffe. Aufmachen, Schießstandgerecht abbringen mit offenem Verschluss. Die 6 Punkte müssen nicht voll sein, dann ist Schießstandgerecht. Wir zwei. Mhm. Wie die meisten Schüler hat sich auch Silvia vor dem Jagdkurs noch nie mit Waffen beschäftigt. Nun soll sie eine Situation durchspielen, wie sie einen Wildschweinkeiler erlegen würde. Also ich spreche ihn natürlich erstmal an. Ganz wichtig, richtig. Beim Ansprechen auf, was schauen wir da? Ja, ob das Tier gesund ist oder ob es irgendwie auffallend sich verhalten tut. Ganz genau. Bedenkliche Merkmale. Sagt man auch, Lebensbeschau vom Schuss müssen wir machen als kundige Person, wenn wir dann Jäger sind. Hinsichtlich der Lebensmittelkontrolle müssen wir das machen. Unter anderem muss sie auch schauen, ob niemand im Schussfeld ist. Also jetzt können wir auf jeden Fall einen guten Schuss anbringen. Ja, aber das ist immer echt, das ist wirklich eine Hemmung, dass ich schieße, was ich soeben gemacht habe. Okay, den haben wir geschossen. Liegt er? Ja, er liegt. Alles klar. Er liegt, ist Jägersprache für tödlich getroffen. Aber natürlich war keine echte Kugel im Lauf. Für die Prüfung hätte es nicht gereicht. Da waren noch einige Sachen dabei, die nicht gepasst haben und so. Aber das kriegen wir trotzdem hin. Keine Bedenken. Wie so häufig in Deutschland hat auch Hermann sein Jagdrevier gepachtet. Die Flächen gehören verschiedenen Bauern und Waldbesitzern. Sie erwarten von ihm, dass das Wild möglichst wenig Schaden anrichtet. Viele Pachtverträge sehen vor, dass der Jäger bestimmte Schäden begleichen muss. Da haben wir jetzt zum Beispiel ein verwegtes Bäumchen. Das ist der Grund, warum wir an den Hauptbaumarten diese Wuchsschutzhülsen anbringen, damit der Bock mit seinem Gehirn den nicht so verwegt und die Rinde beschädigt, weil der Baum wird jetzt so eingehen. Also das überlebt der Baum nicht. Ein einziges Reh kann schnell einen Schaden von mehreren 100 Euro anrichten. Waldbesitzer Christian will deshalb zusammen mit Hermann die neuen Anpflanzungen für einen Mischwald begutachten. Gerade solche Bäumchen mag das Reh besonders gerne. Damit du verstehst, aus unserer Sicht ist es halt auch ein bisschen ein wirtschaftlicher Druck da. Wir müssen das natürlich wieder aufforsten. Absolut, verstehe. Das müssen wir auch vom Staat, wir können das nicht kahl lassen. Aber im Endeffekt ist es deine Aufgabe da eben. Das ist ganz klar, das verstehe ich halt. Wenn das Wild die Spitze der Tanne abbeißt, ist der Baum für den Waldbauern wertlos. Hermann platziert deshalb spezielle Schutzklammern an den jungen Bäumen. Bei den Tannen und Fichten, da werden wir mit dem Terminaltriebschutz arbeiten. Und das ist alle Klippen, oder? Genau, die Klippen mit dem Terminaltriebschutz. Ja. Nein, ich muss sagen, das ist schon extra Arbeit, Fleißarbeit. Finde ich super, dass uns da so unterstützt. Andere Möglichkeit wäre, dass wir einfach radikal erlegen. Aber ich denke mal, das ist. Ja, aber da sind wir uns einig. Also, das ist kein Thema. Ist kein Thema. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Hermann hat Glück. Viele Waldbesitzer denken, dass es am besten ist, möglichst viele Rehe zu schießen. Und glauben nicht, dass es andere Wege gibt. Ich mache die Zusatzarbeit eigentlich fürs Wild. Weil wenn wir das alles nicht machen würden, dann müsste ich das Wild so weit reduzieren, dass wir teilweise Flächen haben, wo es kein Rehwild mehr gibt. Halb 4 Uhr am Morgen, lange vor Sonnenaufgang. Jule geht auf die Bockjagd. Die 30-Jährige ist dafür in ihre Heimat nach Thüringen gereist. Im Infrarotlicht unserer Kamera schleicht sie sich zum Hochsitz. Meine Oma hat früher immer gesagt, es gibt keinen sicheren Ort als den Wald. Und ich finde, da hat sie schon so ein bisschen recht, weil man hat Wild da, aber jeder hat Angst vor dem Wald. Keiner geht in den Wald in der Dunkelheit. Also, was soll passieren? Das Jagdrevier gehört einem Freund ihrer Familie. Wir warten jetzt erstmal, bis alles wieder zur Ruhe kommt. Weil ja auf Laden der Waffe oder auch der Fußmarsch her gewisse Geräusche sind, was auch das Wild verschreckt. Jule war 27, als sie ihren Jagdschein gemacht hat. Diese Lichtung wird sie nie vergessen. Ich habe hier auf der Wiese auch mein allererstes Stück erlegen dürfen. War auch ein Jährling, also ein einjähriges männliches Reh. Und das erste Stück ist auch schon immer was Besonderes. Man ist super aufgeregt. Achterbahnfahrt ist ein letzter Gegen. Man möchte das Stück natürlich auch gut treffen. Ein Stück Wild, ein junger Rehbock, kommt aus dem Dickicht. Wenn er so bis zur Kante kommen würde, wäre es okay. Noch ist der Bock zu weit weg für einen sicheren Schuss. Er kommt weiter her.
Jawohl. Das männliche Reh ist in Schussweite. Ihr Puls steigt. Doch der Bock macht Kapriolen. Bleibt er stehen, kann Jule schießen. Schon wieder zu weit. Die Kugel bleibt heute im Lauf. Es gibt nichts Schöneres als so ein Morgenansitz. Und selbst heute hat es sich schon gelohnt, alleine ein Schmalreh zu sehen und auch einen Hasen. Man hat Anblick gehabt. Silvia hat sich mit ihrer Schwester und Birgit, die auch Krankenschwester ist, verabredet. Seit Wochen hat sie keine Zeit mehr für soziale Kontakte. Aber nicht nur das viele Lernen für die Jagdprüfung stößt auf Unverständnis. Wie gehen Menschen um, denen du das erzählst? Bist du da schon mal irgendwie blöd angeredet worden? Ja, dauernd. Jäger gleich Mörder, ja, oder wie bist denn du unterwegs? Klingt so irgendwie ganz gruselig. Was sagen denn da deine Kollegen dazu? Bewaffnete ja, Schwester. So, ich habe zum Beispiel zu meinem Arbeitskollegen gesagt, und den kenne ich ja schon lange, und der kennt ja auch mich. Ja? Und der weiß ja auch, wie ich Pflege definiere. Und selbst der hat gesagt, ja, was magst du? Ja, weil ich gesagt habe, ich brauche da frei. Was? Jagdschein, du tötest Tiere. Und dann sage ich, ja, die, wo du isst. Ja, es ist mir so spontan rausgerutscht. Ja. Ich mache es ja in erster Linie zwecks der Hege. Und das heißt, ich pflege die Umwelt. Und das ist ja eigentlich auch mein Beruf. 3 Wochen hat Silvia nur noch bis zur Abschlussprüfung. Hermann wohnt in der Nähe seines Jagdreviers. In der Pfanne brutzelt ein Rehfilet. Aber nicht nur zum Essen. Hermann ist Foodfotograf. Er schießt Fotos von Mahlzeiten, die später auf Verpackungen oder Etiketten gedruckt werden. Wir haben eine neue Grillsoße in der Werbung. Da brauchen wir Rezepte. Und da brauchen wir jetzt ein Stück Rehrücken, ein bisschen Blechkartoffeln dazu, dass wir einfach die Soße da bringen. Hermann ist selbstständig und hat sein eigenes Studio. Er liebt seinen Beruf und könnte ohne diesen Job auch kein Jagdrevier betreiben. Du hast die Pacht, du hast eventuell einen Wildschaden, du hast Ausrüstung fürs Revier, jagdliche Ausrüstung, Sitze. Also ist eigentlich nur mit Kosten verbunden. Und daher ist es schon ratsam, wenn du einen Job hast. Weil sonst wird es ein bisschen eng. Aber auch wenn Termine drücken und die Arbeit sich häuft, Hermann geht jeden Tag in den Wald. Jule muss zurzeit viel büffeln. Ihre letzte Prüfung zur Tierärztin steht unmittelbar bevor. Freizeit hat sie nicht. Studium, Jagen, Jobben. Und ihre Tierliebe. Beide Hunde hat sie vor dem Tod gerettet. Ich habe vorher vor dem Studium eine Tierarzthelferin-Ausbildung gemacht und habe Ruby durch die Ausbildung dann bekommen und habe sie mit der Flasche aufgezogen. Sie war 13 Tage, wie ich sie bekommen habe. Einmal habe ich dann durch den Tierschutz gefunden und dachte, die muss noch dazu. Die 30-Jährige studiert, um Tierärztin für Kleintiere zu werden. Das Studium finanziert sie sich durch ihren Job als Ausbilderin und macht Nachtwachen in einer Tierklinik. Im ersten Moment hört es sich ein bisschen widersprüchlich an. Hey, auf der einen Seite, ich rette Tiere, ich helfe Tieren. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich in den Wald gehe und Tiere töte. Aber gerade das Tierarztstudium hat sie überzeugt, Jägerin zu werden. Wir kriegen ja doch im Tierarztstudium mehr Hintergrundwissen über diese ganze Massentierhaltung. Wir haben auch ein Schlachthofpraktikum als Pflicht und müssen da reinschauen, sehen auch, wie das Schlachten an sich stattfindet. Möchte ich diesen Massenkonsum wirklich weiterhin unterstützen oder gehen wir lieber auf die Jagd? Und ich habe mich dann entschieden, einfach ich esse gerne Fleisch, ich möchte darauf nicht verzichten. Aber wenn man Fleisch essen möchte, gehört eben das Töten eines Tieres dazu. Und ich finde es ethisch vertretbarer, wenn ich auf die Jagd gehe und mir vielleicht alle paar Wochen mal ein Stück Reh erlege, als wenn ich Schweinefleisch nehme, wo am Tag 20.000 Schweine geschlachtet werden, sage ich jetzt mal. In Silvias Jagdschule bei Dachau findet heute die Prüfungssimulation statt. Für die angehenden Jäger ist es die wichtigste Vorbereitung auf die staatliche Prüfung in 2 Wochen. Alle 6 Lehrbereiche werden abgefragt. Hallöchen. Ja, rechts. Genau, einmal hier vor. Zeit läuft. Was ist eine kundige Person und wie wird man es?
per Definition ist eine kundige Person, die den Jagdschein, also die Jagdprüfung abgelegt hat und bestanden hat. Das ist, wie man es wird, aber was ist eine kundige Person per Definition? Nicht nur Jagdrecht bringt die Schüler an ihre Grenzen. Der Jagdkurs und die Prüfung kosten etwa 2.500 Euro. Als Krankenschwester musste die 24-jährige Anna lange dafür sparen. Es ist schon einiges, wo noch Lücken sind, beziehungsweise was man selber noch nicht hatte. Und ja, das macht halt dann schon irgendwo Angst. Schafft man es nicht? Kriege ich den ganzen Stoff irgendwie in meinen Schädel rein? Trotz Arbeit? Weil ich meine, ich habe jetzt eh schon meine Arbeit reduziert, damit ich irgendwo Zeit habe zum Lernen. Das ist halt schon viel. Die Prüfung ist hiermit beendet. Wenn ihr kurz einmal nach oben geht, damit wir in Ruhe auswerten können. Durchgefallen. Hundertprozentig. Doch. Ab morgen fange ich zum Lernen an. Das garantiere ich dir. Hey. Siehst du nur die Spalte falsch und dann... den eh schon nah am Wasser gebaut ist, Prüfung. Für Silvia und Anna heißt es also noch mehr lernen. Zusätzlich zu den 120 Pflichtstunden Theorie und Praxis. Hermann trifft sich wieder mit Linda. Heute geht es auf die Jagd. Das Rehwild hat außer dem Verkehr keinen Feind, keinen natürlichen. Und deswegen müssen wir den Bestand einfach kürzer halten, damit A, der Wald aufkommt und damit auch ein gesunder Wildbestand ist. Weil wenn du zu viel Wild hast, ist das meistens auch kein gesunder Wildbestand. Und auch Hermann muss seinen verbindlichen Abschussplan erfüllen. Da drüben steht ein junges Stück. Für einen sicheren Schuss ist das Tier noch zu weit entfernt. Weiter vorne ist besseres Gras. Warum kommt der junge Rehbock nicht näher? Irgendwas ist in der Riese. Das ist total vorsichtig und hat Nähe da oben immer wieder. Irgendwas ist in der Riese, was nicht passt. Kann ein Fuchs sein, kann ein Dachs sein. Hermann hat heute kein Jagdglück. Der junge Rehbock springt ab in den Wald. Wir haben 400 Meter weg. Den hätten wir erlegen können, wenn er nicht so weit weg gewesen wäre. Also das ist einfach ein Gefühl, das man jetzt mitnimmt. Und sicher hätte man sich gefreut, wenn wir einen Abschuss gemacht hätten, aber muss nicht sein. Das ist einfach die Jagd. Nächstes Mal klappt es wieder. Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf Silvias und Annas Ausbildung aus. Wir müssen Mundschutz aufsetzen. Ha? Ach so. Gott, ich bin schon ganz aufgeregt. Denn heute ist die offizielle Schießprüfung. Nur wenn Silvia und Anna bestehen, bekommen sie die Zulassung zur staatlichen Jagdprüfung. Die beiden müssen auf eine bewegte Zielscheibe schießen, mit echten Kugeln. Ausbilder Nico erinnert sie noch mal an das Training. Wenn ihr das Gewehr da draußen haltet, dann werden die Arme irgendwann schwer und schwer und schwer. Schön hier eng am Körper, Gewicht ist auf dem Führfuß, Blick ist da, wo ich arbeiten will. Jede hat 5 Schüsse. 3 müssen sitzen, sonst ist man durchgefallen. Schön legen rein. Mitfahren. Treffer. Geh hoch, leg dich rein. Mitfahren. Jawohl. Reicht es? Da ist unser Dritter. Den brauchen wir für die Prüfung. Ist das super? Okay, geil. Total klasse. Also das heißt, ich bin zur Prüfung zugelassen mit dem. Oh, geil. Bestanden. Anna hat 3 gültige Treffer. Sie hat die Zulassung zur staatlichen Jagdprüfung. Jetzt muss Silvia nachziehen. Auch sie hat 5 Patronen. Guck nach vorne. Das ist meine größte Baustelle. Da bin ich so aufgeregt. Die haben einen Puls, glaube ich, von 150. Und hoch. Und ansetzen.
Der erste Schuss geht daneben. Schön den Druck wieder nach vorne bringen. Augen vor, Fokus. Bis zu weit. Hepp, 21. Hoch. Sauber reinlehnen, mitfahren. Aber jetzt Treffer. Also, geht doch. 1, 2, 3, 4. Gott, bin ich froh. Nicht meine Disziplin. Oh, ja, Gott, bin, nein, du, das ist bin ich froh. Auch Silvia darf zur Jagdprüfung. Ein Wermutstropfen. Wegen der Corona-Pandemie verschiebt sich der Termin auf unbestimmte Zeit. Hab ich jetzt alle. Ja. Oh, danke, Nico. Boah, ich bin jetzt echt, ich bin durch. Wenige Tage später. Als kleiner Trost für die verschobene Abschlussprüfung darf Silvia Jule auf die Jagd begleiten. Es ist für Silvia das erste Mal. Ziel ist ein Blattschuss. Das heißt, wir wollen lebenswichtige Organe in der Brusthöhle, Herz, Lunge und die großen Gefäße treffen, dass wir möglichst natürlich auch einen schnellen Tod für das Tier haben, das nicht leidet. Genau. Ist auch für mich immer noch aufregende Situation, wenn ein Stück kommt und ich dann in der Situation mitzuschießen. Wäre eigentlich unmenschlich, wenn das nicht so wäre, oder? Ja. Ein Jäger benutzt alle Sinne. Jetzt haben sich auch immer wieder Amseln aufgeführt. Deswegen mein Blick nach vorne. Ich denke schon, dass was in der Deckung ist. Mal gucken, ob es austritt. Und tatsächlich, es zeigt sich ein junger Bock. Er ist in Schussweite. Das Tier fällt tödlich getroffen ins Gras. Silvia, du musst mal runterkommen und mir die Vorderläufe abnehmen. Geht das? Ja. Hast du? Ja. Okay. Sauberer Blattschuss? Ja. Ne? Der Rehbock war sofort tot. Wichtig ist jetzt auch für unser Tiger, dem Tier die letzte Ehre zu erweisen, den letzten Bissen zum einen. Wir stecken den in Äser. Jägerehre. Den letzten Bissen in den Äser, also das Maul geben. Und innehalten. Jetzt wird die Jägerin das Reh ausnehmen. Auch um die Organe zu begutachten, ob das Tier gesund war. Das gehört dazu. Mein größter Albtraum wäre gewesen, sie trifft es nicht richtig. Ja? Und dann schreit es oder ich merke, wo das leidet. Und ich weiß nicht, ob ich mir das jemals zutraue, wenn ich selber die Waffe in der Hand habe, ob ich es dann schaffe.